Patienten und Johannes Holzmeister hat sich dabei umgeschaut. Genau, ich habe alle 10.000 Abstracts für Sie nochmal heute durchgearbeitet, damit wir auch nichts verpassen. Ich habe spät gemerkt, dass Georg Noll auch nicht da ist, sonst hätte ich ein bisschen was von Paris noch gezeigt. Das muss man auch mal bedenken, dass die große Teilnehmerzahl natürlich absolut linear abhängig ist vom Ort des Kongresses. Aber nichtsdestotrotz, der Schrittmacher, der gute alte Schrittmacher, gehört mittlerweile zu den Cardiac Implantable Electronic Devices, das ein bisschen unförmig abkürzt als CIED. Und ich habe es unterteilt, es gab nämlich nichts wirklich groundbreaking News am ESC, in der Pacing Modalities, Follow-up von den Patienten und was die Prozedur an sich angeht. Schön, wenn der das tut, was du soll. Und es gab einen Trend, ich gehe nicht in jedes Detail ein, aber es gibt einen Trend, dass man mittlerweile sagt, und man hatte auch das Gefühl, es gab mindestens 30 Abstracts, die gesagt, man muss, darf eigentlich gar keinen normalen Schrittmacher mehr einbauen. Ja? Also der normale Schrittmacher, wenn man im rechten Ventrikel stimuliert, dann produziert das eine Dyssynchronie, das ist schlecht, da gab es auch eine Follow-up-Study. Und jetzt ist die Frage eigentlich, ist der normale Schrittmacher jetzt eigentlich obsolet? Muss jetzt jeder, der einen Schrittmacher braucht, so ein CRT-Gerät haben? Die klare Antwort meinerseits ist nein. Oder man kann das auch relativieren, man muss noch warten. Es gibt zwei große Studien, die draußen sind. Die sind allerdings schon Ewigkeiten draußen. Und das hat auch einen Grund. Diese Studien sind einmal die Block-HF-Study von Medtronic und dann ist es die BioPace-Study von St. Jude Medical. Die haben sehr ehrgeizige Ziele, nämlich Morbidität und Mortalität, Reduktionen nachzuweisen. Und vorher haben sie Herrn Steffel gehört, der hier 18.000 Patienten-Trials gezeigt hat. Und diese Zahlen braucht man natürlich auch, um Effekte wirklich signifikant darzustellen. Was in diesen beiden Trials gemacht wurde, das eine ist 1600 Patienten, das andere 1800 Patienten, die müssen insgesamt fast jetzt 8 Jahre Follow-up machen, um auf ihre Events zu kommen und überhaupt Unterschiede darzustellen. Also da ist in der mittleren Zukunft ehrlich gesagt nichts zu erwarten. Jetzt ist die Frage, was machen wir in der Zeit dazwischen? Wir müssen, bevor wir da zu einem Urteil kommen, auch überlegen, dass CRT Standardtherapie bei uns im Haus ist, auch im Trinity, auch in den anderen spezialisierten Kliniken, aber sicherlich noch nicht flächendeckend vom Knowledge so gut angekommen ist, dass es den normalen Schrittmacher überhaupt ersetzen könnte. Und es ist von der Implantation her immer noch komplexer. Wir haben 3 Elektroden statt 2. Und was man natürlich auch zeigen muss, dass nach 20 Jahren Follow-up diese 3. Elektrode wirklich da bleibt, wo sie ist. Die Kosten sind eigentlich hier in der Schweiz nicht großartig unterschiedlich und das würde ich nicht zählen lassen. Was noch ein bisschen ein Unterschied ist, ist die Batterielaufzeit von den Geräten. Also es ist sicherlich so, dass man eine klare Aussage von einer prospektiven Studie bräuchte, um den normalen Schrittmacher hier wirklich abzuschaffen. Ich habe das mal zusammengefasst und eine persönliche Empfehlung. Normalerweise macht man das nicht so, aber ich habe das heute mal so gemacht. Ich denke, die generelle Empfehlung, auch wenn der Trend in den Abstracts und in Präsentationen teilweise da war, kann man nicht sagen, dass jeder, der einen Pacer heutzutage braucht, der braucht nicht einen CRT. Jeder, der eine stark eingeschränkte RV-Funktion hat, das ist gar keine Diskussionsgrundlage, das gibt es die ESC-Guidelines, die sind neu überarbeitet worden im 2010. Und dann kommt die Grauzone und das sind eigentlich die spannenden Patienten. Das sind die Patienten, die eine leicht oder mittelgradig eingeschränkte EF haben und die brauchen einen Schrittmacher. Und da wiederum würde ich sagen, das sollten Sie diskutieren. Wenn Sie solche Patienten haben, meinetwegen Sie messen im Echo, der hat eine EF von 42 und hat eine Narbe.
hat einen Infarkt und hat jetzt einen AV-Block 3. Das würde ich mit dem implantierenden Zentrum besprechen, was für den Patienten das Beste wäre. Aber das Schlechteste für ihn ist, ihm einen normalen Schrittmacher zu geben, um ihn in 2 Jahren Reha zu operieren, wenn die EF 35 oder 30 ist und er war in der Notaufnahme und hatte Herzinsuffizienz. Also das ist die Patientengruppe, wo ich Sie auch bitten würde, dass Sie uns direkt ansprechen sollten. Das zur CRT. Wir machen weiter mit der einen großen Studie, die es gab. Das ist das Dumpace-Trial gewesen, was eine Frage angegangen hat, die wir in der Schweiz eigentlich gar nicht so haben. Bei uns wird eigentlich kaum ein AAI-Schrittmacher überhaupt implantiert. Wir implantieren in der Regel auch beim Grand-Sinus-Knoten einen DDD-Schrittmacher. Nichtsdestotrotz, je weiter man in den Norden geht, in England ist es dann ganz extrem, aber desto mehr versucht man dort auch zu sparen, obwohl die preislichen Unterschiede da jetzt auch nicht gigantisch sind. Aber trotzdem wurde dieses Trial gemacht, ungefähr 1900 Patienten mit dem kranken Sinusknoten, also wirklich Alltagspatienten, den Sie auch in der kardiologischen Praxis haben, und auch ein ehrgeiziges Ziel wieder hierum, mit 1800 Patienten All-Cause-Mentality anzugehen. Das ist sicherlich, wenn man sich die Event-Rates auch nachher anguckt, völlig underpowered gewesen, dieses Trial. Da bräuchte man mindestens 6000 Patienten, um das in den erträglichen Follow-up hinzukriegen. Und das ist auch ein bisschen das, wir haben einen sehr hohen Standard mittlerweile und vielleicht muten wir uns immer auch zu viel zu in der Kardiologie. Wir müssen nicht immer Leben verlängern. Also hier wären zum Beispiel andere Endpunkte vielleicht viel schlauer gewesen, nämlich zum Beispiel Hospitalisationen vermeiden, Quality of Life, das sind auch Sachen, die wirklich interessant sind, aber nicht immer gleich All-Cause Mortality. Wie gesagt, 1900 Patienten, langer Follow-up, sehr überrissene Estimates, was die Total Mortality angeht, hat man nie in so einem Kollektiv, 6%. Wen hat man genommen? Das ist eigentlich noch ganz schön an dieser Studie, weil es simple Kriterien wurden genommen, Sinusbradykardie mit einer Pause, dokumentierten Pause von 2 Sekunden. Das ist auch, wie man in der kardiologischen Praxis definieren würde. Und dann, um jetzt die AV-Blockierung nicht mit einzuschließen, PR-Intervall musste kleiner als 220 Millisekunden sein im Ruhe-EKG und bei älteren Herrschaften der kleiner 260. Also da hat man noch einen AV-Block 1 akzeptiert. Man wollte keine Schenkelblockierung, weil man weiß, dass diese Patienten eher ein Risiko haben, später einen kompletten Block zu entwickeln. Und jetzt sehen Sie schon, was passiert ist. Dann hat man die Patienten randomisiert, 1:1. Und initial konnte man das bei diesem Attention-to-Treat-Ansatz konnte man das gut hinbekommen. Also 660 haben hier nahe einen E-Pacer bekommen und 799% DDD-Pacer. Aber Sie sehen, dass beim letzten Follow-up über 50 Crossovers stattgefunden haben. Sie haben also am Schluss DDD-Pacer 105 gehabt, das macht Ihnen die ganze Studie kaputt. Das waren nämlich die Patienten, die trotz Diagnose eines Six-Sinus-Syndroms, einer Sinusknotenerkrankung, später einen AV-Block entwickelt haben. Und das macht es allein schon obsolet, eigentlich zu sagen, wir können mit dem AAI-Pacer heutzutage noch arbeiten. Ich denke, das ist die letzte Studie, die das analysiert hat, weil ich einfach nicht genug Kriterien habe am Anfang, um wirklich auszuschließen, dass gerade beim älteren Patienten, wenn die später eine klinodale Erkrankung hat. Wir haben eigentlich mittlerweile so moderne Pacer-Systeme auf dem Markt, dass wir auch bei diesen Patienten dann das rechtsventrikuläre Pacing vermeiden können. Sie sehen natürlich, was rauskam, kein Unterschied, ja, in All-Cause-Mortality, das war auch nicht zu erwarten. Das werden wir gleich diskutieren, das war minimal signifikant, das würde aber bedeuten, dass der AAI-Pacer mehr vorruft, wenn man induziert, das ist auch wirklich sehr fragwürdig, dieses Ergebnis. Stroke, kein Einfluss. Reoperation, natürlich, alle die, die einen AAI-Pacer hatten, mussten reoperiert werden später,
das hat ein höheres Infektionsrisiko, das ist sicherlich schlecht für Mutationen. Wenn man beide Gruppen vergleicht, keine Zunahme der Herzinsuffizienz, obwohl unnötigerweise Patienten zu 60% rechtsventrikulär geplaced wurden in der DED-Gruppe. Also man, auch nach 5,5 Jahren induziert man keine Epidemie bei normalen Schrittmacherpatienten an Herzinsuffizienz. Ja. Spricht auch dagegen, dass wir dort wirklich andere Systeme brauchen. Also das Einzige, was wirklich signifikant ist, wenn man einen AAI-Pacer nimmt, dass man ihn reoperieren muss, das ist sicherlich nicht das, was man möchte. Und der Paroxysmales AFib gehen wir gleich drauf ein. Das war eine Conclusion, sozusagen der Abgesang auf den Vorhofschrittmacher. Schauen wir uns das nochmal an, das waren die Diskussionsslides von ESC. Eins ist klar, sehr hohes Crossover. Die Autoren sagen, der Diskutant hat gesagt, man hätte vorher einen Menkebach-Punkt bestimmen müssen. Das macht keine kardiologische Praxis wirklich. Menkebach-Punkt muss ich invasiv bestimmen. Da muss ich wirklich Vorhof pacen und dann gucken, ab wann hängt der AV-Knoten ab. Das kann ich höchstens im elektrophysiologischen Labor machen. Aber selbst da ist der positive prädiktive Wert nicht besonders toll. Also ich habe mal große Zweifel, dass man wirklich feststellen kann, wird dieser AV-Knoten mal krank oder wird er nicht krank. Und zum Vorhofflimmern muss man sagen, dass das Vorhofflimmern nicht gemessen wurde bei Baseline. Also wir wissen nicht, ob diese beiden Gruppen wirklich unterschiedlich waren oder gleich waren. Insofern würde ich das nicht überdramatisieren, dieses Ergebnis. Das würde ich einfach, ehrlich gesagt, ignorieren. Das, was aber am deutlichsten rauskam, ist, dass man reoperieren muss in einer Menge der Patienten und das spricht wirklich nicht dafür. Und ich bin nicht der Meinung, was der Diskutant hier gesagt hat, dass man diesen Patienten, dass man 83 nicht mehr operieren hätte müssen. Also 17% finde ich schon eine sehr hohe Rate und das sollten wir, glaube ich, nicht hier neu einführen. Bei uns in der Schweiz haben wir es eh nicht haben. Das war also zum Pacing-Mode. Abschließend kann man dazu sagen, wir geben eigentlich allen standardmäßig einen DED-Schrittmacher mit spezifischen Algorithmen heutzutage, dass sie nicht im rechten Herz gepaced werden müssen. Um das zu erreichen, gibt es hervorragende Algorithmen und man hat dann die Elektrode, wenn man sie dann braucht, liegt sie schon vor Ort. Follow-up, darunter verstehe ich, und diese Studien kommen auch immer mehr. Ich glaube, es sind in der Schweiz sind es zwei Systeme, die vor allem auf dem Markt sind. Follow-up, das ist das entweder Home Monitoring oder das CareLink von Medtronic. Das sind zwei etablierte Systeme, wie man diese Patienten von zu Hause mit ihren Implantaten überwachen kann. Und wir haben so, wie bei der Drug Development, gibt es bei der Device Development auch verschiedene Stadien. Das erste muss man zeigen, es ist safe, man kann was machen damit. Und jetzt geht es aber langsam um die Frage, haben diese Systeme wirklich einen Vorteil, auch für die Patientensicherheit? Da gab es zwei Trials, die es auch in die Hotline-Session gebracht haben. Allerdings müssen Sie fragen, ist es berechtigt, dass Sie dort waren? Es sind dann keine wirklich groundbreaking News. Einmal 433 Patienten in der E-Cost-Studie, einmal 1500 Patienten, einmal Single Vendor und einmal Multiple Vendor. Das waren die ICD-Patienten. Ich möchte jetzt gar nicht belasten mit den ganzen Details, sondern einfach mal die Zusammenfassung zeigen und die, glaube ich, kann man auch mit nach Hause nehmen. Dieses Überwachen des ICDs von zu Hause mit den Systemen ist sicher. Ja, es gibt keine Interferenzen mit irgendwelchen Systemen, man kann das wirklich sicher auslesen. Man kann auch diese Systeme nicht verstellen. Also oft haben Patienten das Gefühl, da hat jemand Zugriff auf sein Device und dann hackt sich da jemand rein und er kriegt einen Schock. Das ist sicherlich nicht gegeben. Ja? Und alle Studien, die es jetzt gezeigt haben, haben gezeigt, also das kann wirklich gut vertreten. In den jetzt zwei gezeigten Studien wurde nicht gezeigt, dass man durch diese Technik Major Events verhindern kann. Major wäre jetzt zum Beispiel Tod oder Hospitalisation. Allerdings waren die dafür auch nicht gepowert, muss man sagen.
da bräuchte man wiederum mehr Patienten, wenn man das wirklich sagen wollte. Was man aber ganz klar sagen konnte, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, ist, dass man die inappropriaten Schocks, das sind die unnötigen Schocks, das sind die kleinen Device-Probleme, das sind aber auch Probleme, wenn eine Elektrode am Brechen ist, die kann man sehr gut frühzeitig erkennen. Und das ist der wirkliche Vorteil. Deswegen, wenn Sie Device-Patienten selbst in der Praxis haben, mit dem ICD, würde ich Sie wirklich aufmuntern, sich mit diesen neuen Technologien auch zu beschäftigen, weil auch wenn sie in der Schweiz und in Paar noch nicht vergütet werden, ich glaube, das wird sich ändern. Wir kämpfen dafür, dass das auch reimbursed wird. Es ist klar, dass das auch eine ärztliche Leistung ist. Aber dass sie viele der Probleme, die sie normalerweise erst nach einem halben Jahr sehen würden, sehen sie vorher dauern kann, das ist jetzt deutlich gezeigt worden. Die ineffektiven Therapien, die schmerzhaft sind, verhindern. Wir bauen jetzt hier selbst mit einer Gruppe zusammen, intensivieren das, dass wir alle unsere Patienten, die ein Implantat bekommen, auch von zu Hause aus überwachen können. Wir haben über 1500 Patienten, können sich vorstellen, das ist ein relativ großer logistischer Aufwand, auch insbesondere da, dass die Krankenkasse da noch keinen großen Beitrag zu leistet, aber ich denke, das ist eine notwendige Richtung, in der wir gehen, gerade für schwerkranke Patienten. Später werden wir dort in diesen Systemen intrakardiale Drucke von zu Hause abmessen können. Wir können die Patienten früher in die Klinik einbestellen, nicht erst, wenn sie in den Notfall kommen. Damit wollte ich aufhören, 10 Minuten vor unserem Ablauf. Es gab noch eine Menge, das ist auch falsch geschrieben, eine Menge Abstracts in der Device-Technologie über Fortschritte, was die Implantologie angeht, neue Elektroden und so weiter und so fort. Kein großer Quantensprung. Im Prinzip war dieser ESC eher so ein Konsolidierungs-ESC, nachdem man sich die neuesten Medicare-T und RAF-Daten angeschaut hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Holzmeister. Also eben das Remote Monitoring, das scheint mir eine vernünftige Sache zu sein. Aber eben, wir wollen auch, dass die Leistung mehr bezahlt wird, sonst gehen wir noch bankrott. Also vor allem, wenn man, in der Schweiz ist das wirklich ein Problem, wenn man sich anschaut, das muss man, glaube ich, auch immer mal ganz offen ansprechen. Eine ICD-Kontrolle wird, weil es eine besonders schwierige technische Leistung ist, gut bezahlt. Und wenn man den jetzt über Home Monitoring überwachen würde, man kriegt gar nichts, wieso soll ich Home Monitoring benutzen? Aber auf der anderen Seite muss man das irgendwie, wenn man eine Großpraxis oder wir als Großklinik, für uns ist es, jemanden einzubestellen, nur um ihn zu sehen, er hat nichts. Auf der anderen Seite ist der Schweizer Patient aber auch hier gerne wieder Kontakt mit seinem Arzt. Ich sehe eigentlich den Vorteil in einem Arzt. Frühwarnsystem vergleichbar zu einem Tsunami. Sie sehen früher Sachen und können dann gezielt die Ressourcen auf den Patienten lenken. Können wir das dann auch machen mit dem Druck? Wir können auch mit neuen Scroll-Systemen bekommen werden. Irgendwann wird es vielleicht ein biokardiologisches Implantat geben, wo man in 10 Jahren oder so, wo man bestimmte Parameter auslesen kann und dann sagt, jetzt müssen wir entweder Medikamente anpassen oder wir müssen Intervention machen. Aber gerade das wollen wir ja nicht sehen. Irgendwann müssen wir damit aufhören. Ja. Nein, aber ich glaube, es sind wirklich gute Fortschritte und jetzt kommen ja eben die Geräte bei Patienten mit Herzschwäche, wo man auch den Druck in der Lunge messen kann und den Patienten anrufen kann, nehmen sie diese Mehrlasix-Lotoren. Ich glaube, das ist sicher gut. Mich erstaunt es, weil ein Telefon kann man ja eigentlich auch verrechnen. Machen viele, sollte man das nicht. Also die Deutschen haben es immerhin schon mal geschafft, wenn es jetzt in Reimburse, es ist, kommt langsam, aber es ist natürlich, die Industrie hat sehr viel investiert in diese Systeme, sie werden sehr wenig genutzt, habe ich nur in großen Studien und mit Registry, was schade ist, weil wir haben einfach ein Tool, der auch aktiv zur Patientensicherheit beiträgt. Meiner Meinung nach
kann man das Ganze umgehen, indem man sagt, ich mache meinen normalen Follow-up, aber ich nehme den Patienten auf das Überwachungssystem und fange frühere Ereignisse, versuche das mal abzufangen. Ja? Wie Elektrodenbrüche und sowas. Und das sollte nicht aufhalten. Gut, weitere Fragen? Ja, bitte. Ich bin in der Peripherie tätig und muss ab und zu auch Todesfälle feststellen. Müssen diese Devices, vielleicht ist die Frage hier nicht am richtigen Ort gestellt, aber müssen die entfernt werden? Was passiert? Wenn die Patienten kremiert werden, sollten die Devices raus, weil diese Lithium-Batterien explodieren in den. Das macht normalerweise die Pathologien im Krankenhaus. Wir haben so eine niedrige Autopsierate, das ist schon ein Problem. Oder sonst wird es auch. Ich muss ja auch in die Altersheim. Eben ja. Die haben natürlich das gelegentlich, genau. Ja. Also das sollte idealerweise entfernt werden. Gut. Weitere Fragen? Wo bringe ich das hin? Die Entsorgung meinen Sie? Ja. Entsorgung ist halt eben ein Thema, klar. Entsorgen könnte das sicherlich, wenn Sie. Das ist Herr Holzmeister. Ja, ich bin dankbar, wenn Sie das direkt an Herrn Lüscher schicken. Und zwar an den versiegelten Kühlbuchstand. Nein, Spaß beiseite, Sie können das wahrscheinlich in jedem im nächsten Krankenhaus einfach versiegelt abgeben, dann wird es entsorgt. Also jedes Krankenhaus, das irgendwie mit Entsorgen zu tun hat, wird sowas entsorgen. Im Prinzip ist es ja wie ein Computer, außer dass es mal ein Körper war. Ja, ja, also man und das ist schon steril verpackt. Das ist eben die Sterilitätsfrage, die sicher gestellt. Ja. Gut, also vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank an alle Referenten. Und wir sehen uns spätestens wieder nach der American Heart im Ende November. Schönen Abend.